Sie wurden in den Plexus brachialis getroffen, Mr. Spenser. Da, wo die Hauptnervenstränge zusammenlaufen, die den rechten Arm steuern. Im Augenblick zumindest können Sie weder Hand, Handgelenk, Ellbogen noch Schulter benutzen. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Nein, allerdings nicht. Komisch, ich dachte, das Schlimmste sei die Verletzung am Rücken. Die ist nicht weiter schlimm. Die Kugel ist nur durch das Unterhautgewebe und sauber wieder rausgegangen. Was machen wir nun mit dem Arm? Genau. Das diagnostische Problem in Ihrem Fall ist zu erkennen, ob einer oder alle Nerven durchschnitten wurden. Das heißt durchtrennt. Oder ob Sie eine Neuropraxie erlitten haben. Oh Gott, was soll denn das heißen? Verzeihen Sie, das soll so viel bedeuten wie eine schwere Quetschung. Sie wurden mit einem 223er Präzisionsgewehr angeschossen. Das ist eine Waffe mit einer enormen Mündungsgeschwindigkeit. Da haben wir die Kugel, die ich aus Ihnen rausgeholt habe. Die Erschütterung, die der Einschlag verursacht hat, war groß genug, um die Nerven in einen Schockzustand zu versetzen, sie in ihrer Funktion zu lähmen. Wann wissen wir, was es ist? Ich mache bei Ihnen einen Test, ein sogenanntes EMG, für die Reaktionsfähigkeit der Nerven. Der Test ist aber noch keineswegs endgültig. Bis dahin schicke ich Sie zur Therapie. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie auf jeden Fall, falls die Therapie keinen Erfolg hat, mit einer Operation rechnen sollten. Wenn das so ist, warum lassen Sie mich nicht gleich operieren? Weil sich die Nerven vielleicht von selbst regenerieren. Was die Operation angeht, damit sind Risiken verbunden. Vor allem, dass die Axillararterie beschädigt werden könnte. Das könnte dazu führen, dass man den Arm amputieren muss. Oh ja, wie ich schon sagte, Therapie klingt sehr gut für den Anfang. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich glaube ja, dass sich das von selbst wiedergibt. Das hoffe ich aufrichtig, Mr. Spenser. Aber wie auch immer, es ist wichtig, dass Sie sich über die Tatsachen im Klaren sind. Wir können nicht ausschließen, dass Sie Ihren rechten Arm vielleicht nie wieder benutzen können.